Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Ihre Auflösungen werden im Tutorial D5.029 im Detail erklärt. Bei unserer trigonometrischen Gleichung sorgt man zuerst dafür, dass die Vorzahl von Cosinus von x 1 ist. Wenn sie nicht gleich 1 ist, dann teilt man die ganze Gleichung durch diese Vorzahl und nach der Division ist die Vorzahl von Cosinus von x 1. Hier ist sie es aber schon, also entfällt diese Division. Dann drückt man die Vorzahl von Sinus von x als Tangens von einem Winkel aus. Das ist möglich für egal welche Vorzahl von Sinus von x. Quadratwurzel von 3 ist ein besonderer Tangenswert, das ist der Tangenswert von Pi Drittel. Der Tangens von Pi Drittel wird ausgedrückt als Sinus von Pi Drittel geteilt durch Cosinus von Pi Drittel und dann multipliziert man die ganze Gleichung mit Cosinus von Pi Drittel. So erhält man diese Gleichung. Schauen wir, was wir links haben. Wir haben Cos Cos plus Sin Sin. Durch die entsprechende Additionsformel von Cosinus ergibt das also Cosinus von x minus Pi Drittel. Rechts haben wir minus 2 mal Cosinus von Pi Drittel. Der Cosinus von Pi Drittel ist ein halbes. Minus 2 mal ein halbes, das macht minus 1. Und diese minus 1 können wir noch ausdrücken als Cosinus von Pi. Somit erhalten wir also Cosinus von x minus Pi Drittel ist gleich zum Cosinus von Pi. Das ist eine trigonometrische Grundgleichung. Grundgleichung, deren Lösungen so geschrieben werden. Wir deuten, Cosinus vom ersten Winkel ist gleich zum Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zu plus minus diesen zweiten Winkel plus k mal 2pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen übertragen wir auf unsere Grundgleichung und somit erhalten wir, dass der erste Winkel x minus pi Drittel gleich ist zu plus minus diesen zweiten Winkel Pi plus 2kpi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Wir sehen also hier zwei Fälle, den ersten Fall mit plus, den zweiten Fall mit minus, und so stoßen wir also auf diese zwei Möglichkeiten. Schauen wir nach, zuerst mit plus. Dieser Term minus Pi Drittel wird rechts rübergesetzt, der wird dann dazu plus Pi Drittel, und plus Pi Drittel plus Pi, das macht 4 Pi Drittel, steht da. Und dann schreiben wir natürlich noch plus 2kpi dahinter. Jetzt der zweite Fall mit Minus. Auch da setzen wir minus Pi Drittel rechts rüber. Dann steht rechts plus Pi Drittel minus Pi. Also Pi Drittel minus 3pi Drittel. Das sind minus 2pi Drittel plus 2kpi. Das sind also die Lösungen von dieser trigonometrischen Gleichung, Lösungen, die wir alle in den trigonometrischen Kreis einzeichnen, um zu sehen, ob man sie nicht kürzer fassen kann. Zeichnen wir ein, 4pi Drittel zählen wir zusammen, hier ist der Startpunkt, 1pi Drittel, 2pi Drittel, 3pi Drittel, 4pi Drittel, da sind wir hier, plus 2kpi, das heißt 4pi Drittel plus 2pi plus 2pi plus 2pi oder auch minus 2pi minus 2pi. Wir landen also immer wieder hier. Jetzt die zweite Kategorie Lösungen. Minus 2pi Drittel plus 2kpi zählen wir wieder zusammen. Minus 1pi Drittel minus 2pi Drittel. Dann landen wir auch immer wieder hier. Also durch diese Zeichnung sehen wir, dass wir diese Lösungen kürzer fassen können und stecken sie in diese Kurzform in die Lösungsmenge hinein. Es reicht also zu beschreiben minus 2pi Drittel plus 2kpi, wo k eine ganze Zahl ist.
Ich habe hier minus 2 Pi Drittel gewählt und nicht 4 Pi Drittel. Man nennt minus 2 Pi Drittel die Hauptlösung, weil dieser Winkel sich zwischen minus Pi und Pi befindet. Somit ist unsere trigonometrische Gleichung gelöst.